und damit recht herzlich willkommen zurück zu Crash to Insanity, was ich in der letzten Folge komplett vergessen habe zu erwähnen irgendwie. Ist mir eben auch so eingefallen. Auf geht's, mal schauen, was uns jetzt erwartet. Wir wissen, dass der Doktor seine Papageien in die 10. Dimension geschickt hat, ohne es zu wollen. Da sieht man den Grafikfehler, von dem ich in der letzten Folge gelabert habe. Lieber das als das nur die ganze Zeit in dem Tempo. Haha, komm jetzt, wir erkunden eine neue Dimension. Es hätten zwei Dimensionen sein sollen, aber wir hatten nicht genug Zeit. Ja. Blub, weg. Dein Fell ist so weich und warm. Wer ist das? Nochmal? Ah! Der böse Crash! Nein! Komm schon! Wieso ist der eigentlich da drin gelandet? Der böse Crash hat Nina entführt. Wir sind in einer anderen Dimension gelandet, da sieht man wieder den Grafikfehler. Auf jeden Fall, heute werde ich das Spiel nicht gespielt. Nach der Folge gehe ich schlafen. Beziehungsweise mir Minecraft gerendert habe, was ich davor aufgenommen habe und hochgeladen habe. Ja. Interessant, in der 10. Dimension ist... Oh, jetzt sieht man es. Optimal den Grafikfehler. Der ist rings um uns rum. So, aber wenn ich eine andere DirectX-Version nehme, beziehungsweise auf Hardware-Stelle in dem netten Simulator, ist das Spiel ganz langsam. Ja, genau so. Nee, ich will da noch Minecraft rennen und hochladen und das Thumbnail erstellen. Wir haben jetzt 3 Uhr nachts. Und ich möchte gerne morgen um 14 Uhr wach sein, weil ich Let's Play Poker gucken möchte. Beziehungsweise geguckt habe gestern. Nee, vorgestern. Die Folge erscheint Montag jetzt hier. Interessant, aber das ist genauso. Ach, da stehen sie ja. Meine Nichte. Wir müssen etwas tun. Denk nach, Cortex, denk! Alter, ich habe das Gefühl, dass das Spiel hier gerade so ein bisschen, dass es gerade ein wenig zu viel für das Spiel ist. Für das für meinen Rechner. Darf ich ja sowieso was machen, wenn ich ein wenig Geld wieder an die Seite gelegt habe. Haben wir hier einen i7-Prozessor drin, weil aktuell ist noch ein i3-Prozessor drin und nur 4 GB Arbeitsspeicher. Für die Zwecke, wo ich ihn gekauft habe, hat er gereicht und meine Programme laufen mit. Mein Notebook möchte ich nicht dauerhaft nutzen. Das ist nur für unterwegs und so gedacht. Oder wenn ich umziehe in andere Räume. Alter, da war ein Checkpoint, oder? Ja. Hilfe. Nee. Aber wer macht da seine Leistung mit seinem i3-Prozessor, was er kann? Scheiße. Ich will mal hier lang. Oh, sauber. Nein. Ey, es ist nicht mein Tag heute. Das Spiel mag mich heute nicht. Aber zum Glück komme ich immer von Checkpoint zu Checkpoint. Yeah! Nein. Ey, es ist nicht mein Tag heute. Ich fasse es nicht, dass ich heute so schlecht spiele. So schlecht kann man doch nicht spielen, oder, Leute? Und jetzt fahre ich in die Idioten rein. Yeah, Verlust der Männlichkeit 2.0. Da meine Vögel halt mich verfolgt, so wie die mich gerade angeguckt haben.
Und deswegen wollen sie auch mitlabern bei den Videos. Da wird auch Checkpoint, aber das sieht wirklich genau aus wie die Eiswelt. Mit dem Eis hier alles. Wie soll man da reinkommen, bitte? Erklärt mir das mal einer. Da ist nur TNT. War interessant, dass beide die Cortex zum Surfen benutzen. Ich, den Doc... Neo. Oder wie er hieß. Ich hätte den Vornamen von dem Idioten vergessen. Und der andere Crash, der Böse, benutzt Nina zum Surfen. Oh, leck mich. Das ist ja nicht auch ein Bordell. In dem die Mutter arbeitet. Ja, da sind sie wieder. Okay, ich wollte schon sagen, ist tot. Ich schätze mal, wenn der Kristall da ist, haben wir es fast geschafft. Und ich entschuldige mich auch mal dafür, dass ich immer zwischen ich und wir wechsle. Wieso ist das gerade nicht hochgegangen? Alter. Jetzt sieht man optimal den Grafikfehler. Jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich rechts rum. Ich schätze, was liegt daran, weil der Controller so beschissen empfindlich ist. Alter. Kann jemand mal in die Kommentare schreiben, wie oft ich in den letzten zwei Folgen gestorben bin insgesamt? Jetzt hüpfe ich einfach nicht. Ganz einfach, Kiste. Da war wieder ein Checkpoint. Komm schon! Oh nein. Jetzt kommt das Ecke. Das Ecke, ja. Alter. Oh nein, die Viecher hasse ich auch wie die Pest. Weil sie sich eingraben können. Komm schon! Kommt her. Hallo. Alter, genau deswegen hasse ich die Viecher. Genau aus dem Grund hasse ich die Viecher. Alter. Ich darf hier nicht zu tief fallen, weil ab einer bestimmten Höhe sterbe ich. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Kamera drehen. Ich hätte auch probiert, mir die Kamera einfach die Analogsticks andersrum zu besetzen. Also links ist rechts und rechts ist links wie eine Kamera. Aber dann habe ich immer genau andersrum gemacht. Da habe ich mich schon dran gewöhnt. Hatte zu sterben. Komm schon! Oh Gott. Wie oft bin ich denn gestorben heute? Alter. Wollen wir mir die Leben ausgehen, muss ich vom letzten Speicherpunkt nochmal machen. Ganz ehrlich, die Typen sind mir jetzt gerade scheißegal. Wer hat sich denn dieses Level ausgedacht? Beziehungsweise diese Ecke. Bestimmt war hier irgendwo ein Kristall. Oh, Speicherpunkt, Gott sei Dank. Nein, ich bin da nicht die Folge, keine Sorge. Das sieht interessant aus. Diese Rätsel, die hasse ich, die lasse ich nicht weg, weil sonst könnte ich damit 10 Folgen führen. Da sieht man den Grafikbug nochmals. Tut mir leid, dass der Grafikbug da ist, aber lieber ein flüssiges Spiel haben und das Projekt zu Ende bringen, ganz ehrlich, als einen Mumper will ich noch nehmen, als das Spiel abbrechen zu müssen, welches Spiel unspielbar geworden ist. Irrsinnsinseln. Oh, was ich auch. Habe ich das erwähnt oder habe ich es weggelassen? Ich glaube, ich wollte sagen, oder kam irgendeine Zwischensequenz mit dazwischen. Ich habe nicht alle Diamanten gesammelt. Da sind sie.
Lasst sie die ich gehen. Schon gesammelt hatte. Nehmt mich stattdessen. Der hat aber ganz schön große Arme, dieser Crash. Okay, wenn das die Ecke ist, wenn ich mir vorstelle, aus der ersten Folge. Da ging es nach da hinten in den Wald, dann haben wir das Tutorial. Hallo, Grafikbug. In den Höhlen ist das kaum aufgefallen, in dunklen Ecken. Wo ging es denn nochmal nach da hinten rein? Ich glaube, das kommt noch. Das muss irgendwo schon hier reingegangen sein. Ich bin tot. Irgendwo geht es hier rechts rein. Ich glaube, da geht das rechts rein. Ich war einfach geradeaus weitergelaufen. Hä? Wo war denn das? Hier geht's rechts rein. Weil ich heute schon so oft gestorben bin. Und da oben wäre auch noch ein Kristall, aber den Kristall. Diamant. Diamant, Steffen. Diamant. Mann. Da so. Sind sie. Lasst sie gehen. Nehmt mich stattdessen. 11 Minuten nehme ich auf. Ich kann auch, weiß auch, glaube ich, schon, wo ich den Cut machen werde. Ja, wenn man das Spiel kennt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wenn ich gut anstelle und das in 10 Minuten schaffe. Die Typen sind mir ganz ehrlich scheißegal gerade. Eigentlich möchte ich gerne nur die Story bis zum Ende kommen, wenn ich den Endkampf unbedingt machen möchte. Ich will auch gemeinsam hier einen Cut machen, aber nein. 20 Minuten folgen. Dauert nur eine Stunde hochzuladen. Das macht nichts. Wem kommt das bekannt vor? Wieso habe ich ihn gerade getötet? Ich habe doch drauf gestanden. Der Crash sich da in den Kreis dreht. Wie war das? Ja, der hüpft da jetzt drauf und kommt hoch. Jetzt muss ich wieder auf ihn warten. Jetzt muss ich schneller sein, weil sonst wird Dr. Cortex gebraten. Oder ich töte ihn einfach. Alter. Ich merke gerade die Verlust an dem Spiel, sowas von vergeht. Weil ich einfach mich heute so dumm anstelle. Weil alles viel zu empfindlich eingestellt habe. Das muss ich vor der nächsten Aufnahme mal ändern. Alter, wieso hat da gerade alles gewackelt? Oh Idiot, ich warte einfach gemütlich, bis er kommt. War irgendwas umsonst. Da war auch was. Ich traue mich gar nicht so schnell zu laufen, weil ich Angst habe, dass ich dann runterfliege. Und Mist. Drehen, 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 drehen. Und mein Diamant, da komme ich nicht mehr hin. Scheiße. Die Musik. Lauf, 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 lauf. Miau, 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 miau. Ach stimmt, der läuft ja jetzt unten. Ach, da ist wieder der böse Crash. Lauf, 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 lauf. Da seht ihr noch, wie lange das gehen wird, die Ecke.
Wenn mir hier einer kommt, nachdenkt ein Speicherpunkt, dann ist Folgenende. Das macht Spaß, sowas möchte ich auch gerne für zu Hause. Das ging ja noch. Wie heißt das Level? Bandicoot Jagd. Folgentitel, perfekt. Das ist richtig. Das ist richtig. Das ist richtig. Den darf ich nicht aktivieren. Schön, wenn man einfach immer denkt, oh, einfach alles aktivieren, dann läuft dann das Nitro rein und macht bumm und darf wieder von der da vorne anfangen. Am Checkpoint. Lustig ist es, wenn man es immer wieder macht. Wenn man zu blöd ist von Gist. Irgendwie habe ich was vergessen gerade. Ich wette, da hinten war nur ein Diamant. Den lasse ich jetzt auch mal außer Acht. Das Schöne ist, wenn er stirbt, verliere ich kein Leben. Das ist das einzig Schönste an dem Spiel. An diesen zwei Szenen. Wenn er stirbt, passiert mir nichts. Jetzt lasse ich das mal in Ruhe. Alle ab. Ab. Alter! Alter, das wird riskant knapp. Ein neues Wort. Noch nicht drehen, jetzt drehen. Früher habe ich das immer den Fehler gemacht, ich habe ihn gedreht, während er noch auf dem laufenden Ding war. Au, das tut weh. Das tut einfach nur weh, so wie das. Also, habe ich alles richtig gemacht. Oh, Hilfe! Ich habe die Kanone verschoben. Das habe ich auch noch nie hingekommen. Die Kanone verschoben habe. Warum juckt jetzt die Nase? Die letzten Aufnahmen hat die nie gejuckt. Knapp war denn das zur Hölle? Oh. Oh, da ist noch kein Schwächerpunkt. Da kann ich noch keine Folgenpause machen. Mist. Oh Gott, sah das. Wir schweben und ihm mal hinterher, ne? Just beat it. Just beat. Alter, Mist, das ist kein Speicherpunkt. Kriegt er heute eine extra lange Folge serviert. Mich nervt, dass er es leitet. Das lassen wir auch mal außer Acht. Da hinten ist ein Dimensionsportal, wo ich zurückkomme. Aber das Lustigste ist, die PlayStation 2 Version ist mir da immer abgestürzt. Auf in die nette Festung. Die Festung des Bösen von Viktor und Moritz. Viktor und Moritz. Hier stellen wir Falsches richtig und kehren die Vergangenheit unter den Teppich. Vor allem, dass sie gleich einen Laufstil haben. Schönste, ich hatte den Namen Max und Moritz im Kopf wegen den Papageien. Das waren aber nur Viktor und Max. Oder war es Viktor und Moritz? Viktor und Moritz war es. Ne? Da ist ein Speicherpunkt. Aber wird doch keine extra lange Folge. Oh, tut mir leid, ich von der Minute gesagt habe, dass ich heute eine extra lange Folge mache. Mach ich doch keine extra lange Folge. Warum rede ich so schnell? Ich weiß es nicht. Ich will zum Speicherpunkt kommen. Ja. Yeah. Und was uns hinter diesen netten Türen erwartet, werden wir in der nächsten Folge von Crash Transanity herausfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, haut rein, euer Einzelmann. Ciao.